Meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist wieder soweit. Der Block, der Bleistift, natürlich der Radiergummi und last but not least natürlich der Spitzer. Was ist hier los? Ihr seht es hier oben, Evil Dungeon 2. Wenn ihr dieses Video seht, hat bereits der liebe Nerdroom, Grüße gehen raus, den Livestream gemacht. Ich habe... Um eine kleine Vorgeschichte zu erzählen, wollte eigentlich nur die Download-Version dieses Spieles haben. Da gab es bei mir ein klitzekleines Problem, denn ich habe kein PayPal-Konto, da meine PayPal-Konten alle immer wieder mal gehackt wurden. Diesmal war wirklich, nicht? Früher habe ich immer gesagt, meine Konto von YouTube wurden gehackt, das war natürlich gelogen. Das habe ich mich dafür entschuldigt. Aber heute muss ich ganz ehrlich sagen, meine PayPal-Konten, immer wieder wurde das Passwort gefordert, zurückzusetzen und jedes Mal hat man versucht, auf mein PayPal-Konto zuzugreifen. Dann habe ich dann gesagt, okay, gut, ich lese die PayPal-Konten auf und benutze keine PayPal-Konten mehr. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem und zwar, wie fangen wir wieder an? Naja, erstmal gucken wir mal, naja, so, wir gucken als allererstes mal, was hier, Moment, ich muss dann ganz kurz, ich habe nämlich in der Aufnahme nämlich mitbekommen, dass der Sound etwas leise ist, so sollte er eigentlich gut sein. Ich fixiere wieder die Lautstärke. Also er war ein bisschen leiser als ich. Jetzt habe ich gedacht, komm, der Sound ist ja geil, weil der Sound ist vom Nordic Sound. Grüße gehen raus. So, wir schauen uns das Inhaltsverzeichnis der Diskette an. Ich habe dann nachher gesagt bekommen, lieber Entwickler, wie sieht denn das aus? Lieber Gregor, ich hätte gern, kann man bei euch irgendwie, ich gebe euch, ich überweise euch das Geld und ja, und dann sagt er, da musst du auf den Shop gehen. Ja, da war die Retail-Version. Ich konnte jetzt... Ja gut, habe ich die Retail-Version gekauft für 23 Euro. Und da war der Download-Link dabei. Und ja, dann habe ich zuerst versucht über mein Kung-Fu-Flash-Modul. Und da habe ich einfach gesagt, der möchte speichern. Das geht beim Kung-Fu-Flash-Modul nicht wirklich. So, das ist das Inhaltsverzeichnis der Diskette. Wie ihr seht, es gibt deutsches und englisches Outro, es gibt deutsche und englische Rooms, es gibt deutsches und englisches Main. Hauptverzeichnis, nicht? So, dann machen wir Folgendes. Wir starten mal ganz gemütlich. So. So, dann machen wir hier ein bisschen leiser, dass ich jetzt hier nicht mich aufs Mikrofon übersteuere mit der Musik. Ich weiß, dass das hier ein bisschen scheiße aussieht. Ich muss mir echt mal Poloshirts besorgen. Habe ich festgestellt, Poloshirts sind viel geiler. Ich kann natürlich auch versuchen, das Mikrofon da oben hin zu machen. Dann ist aber die Tonqualität ziemlich schön. Also das hier ist eigentlich die beste Tonqualität, dass mein Mikrofon geht. Und deshalb muss ich halt ein bisschen mein T-Shirt zerknautschen. So. Wir wollen natürlich in Deutsch spielen. Ganz klarer Fall. Das machen wir dann auch. Und während dem Pick vom Intro bin ich mal ruhig, denn der Soundtrack ist geil. Er ist richtig gut gemacht vom lieben Nordic Sound. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Es haben eine ganze Menge, was ich mitbekommen habe, eine ganze Menge Leute an diesem Spiel gearbeitet. Dankeschön dafür, dass ihr dieses Spiel gemacht habt. Von meiner Seite her. Ah, ist Pac-Man? Pac-Man frisst normalerweise die Kugel. Ja, ich muss auch sagen, das Titelbild wieder wunderbar gepixelt und ich liebe es einfach. Also ich kann noch mal sagen, das ist ein Spiel von 2023, können wir gleich mal zeigen. Es ist ein Spiel von 2023, also es ist ja von heute. Es wurde heute released für den Commodore 64.
Und nochmal zur Erinnerung. Ich spiele auf dem Original Commodore 64. Ne? Mit Original Floppy. Also für die Leute und für die Jugend von heute, 40 Jahre alte Computer werden auch noch heute supported. Es werden ja noch Dreamcasts supported, es werden noch Spiele. Das kriegt man halt im Öffentlichen so nicht mit. Das ist so eine kleine Gruppe, die wohl noch ein bisschen Dreamcast-Spiele programmieren. Megadrive-Spiele werden noch programmiert, Gameboy-Spiele werden noch programmiert und. Für Nintendo 64 werden, glaube ich, auch noch Spiele programmiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Guckt mal bei itch.io, guckt mal bei Internetseiten, wo man so in der Regel etwas findet. Wie gesagt, wir sind im Jahre 2023. Wie gesagt, heute am 20. Oktober, heute, wo das Video hier released wurde, wo das Video rauskommt, wurde das Spiel released. Es ist dann erschienen. Geil. Einige haben natürlich ihre Spiele schon früher bekommen. Die haben das Ganze natürlich vorbestellt. Ganz klarer Fall. Ich habe es nicht vorbestellt. Aber ich habe die 23 Euro gern gezahlt, weil die Leute müssen unterstützt werden. Viele Jugendliche werden auch heute hingehen und würden sagen, pass mal auf, das ist ja gar keine GTA-Grafik. GTA 6, es hat auch viel geilere Grafik als das hier. Ja, aber das hier ist noch handgemacht. Gut, GTA-Grafik meinetwegen auch. Aber wenn man mal bedenkt, dass so eine Diskette hier, so eine ganz normale Diskette, nur ein paar Kilobyte hat, würde ich sagen, das ist nicht mal ein Megabyte auf der Diskette. Nicht mal ein Megabyte. Die Jugend von heute, die wird nur ein Gigabyte rechnen. Oder Terabyte. Die kennen auch sowas wie Disketten gar nicht mehr. Die kennen nur SSD und Download. Ne? Im Höchstfall noch Blu-ray. Aber das war's. Mehr kennen die nicht. Mein Schicksal wird geladen. Ja, Leute, wenn das Schicksal hier vorbei ist, dann haben wir's. So, ein Abenteuerspiel von Gregor Schillinger. Grüße gehen raus. Einen vielen lieben Dank dafür in 2023. Nochmal die Webseite retroarts.de. Alle Rechte vorbehalten. Wir wollen uns natürlich die Einleitung anzeigen. Wir wollen die Hintergrundmusik und wir kriegen hiermit, was wir im vorigen Spiel nicht konnten, mit F5 kann man im Spiel speichern. So, wir haben die Version 1.0. So, wir starten ein neues Spiel. Wir gucken uns wieder die Einleitung an. Haben wir ja im Livestream letzten Samstag Evil Dungeon 1 auch gemacht. Deine Reise geht weiter. Du, Alric, bist als Sohn eines Schmiedes aufgewachsen, nachdem deine Eltern bei deinem nächtlichen Überfall durch eine Orkbande ums Leben kamen. Bist du losgezogen, um dein Leben fortan als Abenteurer zu bestreiten und dem Orkgesindel den Garaus zu machen. Dein erstes Abenteuer führte dich an einen mysteriösen Ort des Schreckens unterhalb der Stadt Radrig, welchen du vor wenigen Stunden erst knapp mit deinem Leben entkommen bist. Stimmt gar nicht, wir hatten noch eine ganze Menge über und es hat wunderbar funktioniert. Deine Beute sollte dir bei zukünftigen Abenteuern hilfreich sein. Du beschließt, nach Radrig zurückzukehren, um deinen Auftraggeber vom Ableben deines Freundes zu berichten. Das war, glaube ich, der Zwerg, ne? Und deine Belohnung einzufordern. Nächste Seite. Der Wirt zeigt sich sichtlich bestürzt über den Tod eines Zwergenfreunds. Sag ich doch. Bedankt sich aber und zahlt dir den vereinbarten Lohn für deine Mühen. Bei einem Krug Met erfährst du von einem durchreisenden Händler zudem, dass eine Orkbande die Dörfer jenseits des Flusses Ildar unsicher macht. Mache. Es könne das gesuchte Gesindel sein.
Am nächsten Morgen brichst du gen Norden auf, Richtung Tarun und Norheim. Ein Zweitagesmarsch liegt vor dir. Dein Weg führt dich zunächst über blumenbewachsene Wiesen und Felder, vorbei an ein paar verlassenen Gehöften. Straßen gibt es in diesen Regionen kaum noch. Die Feldwege werden zunehmend schlechter und du näherst dich den Waldgebieten von Anor. Das scheint in der Welt von dem Schwarzen Auge zu spielen, kann das sein? Mit Alrik, oh gut, Alrik ist ein Almöhne. Hier führt nur ein alter Handelsweg durch den Wald, welcher häufig von Räubern belauert wird. Du beschließt deshalb, jenseits des Weges zu laufen und dem Kompass zu folgen. Der Fluss Ilda sollte nicht zu verfehlen sein und dahinter liegt auch die gesuchte Dörfer Tarun und Norheim. Als die Dämmerung hereinbrach, beschließt du, ein Nachtlager zu errichten und findest unter einem kleinen Erdüberhang Unterschlupf. Hier legst du dich zur Ruhe, alsbald fallen die Augen zu und du versinkst in einen tiefen Schlaf. Plötzlich wirst du aus dem Schlaf gerissen, ein Grollen und Toben um dich herum. Mehrere Schwarzpelze haben dein Lager entdeckt und machen sich an dein Hab und Gut zu schaffen. Irgendwoher kenne ich diese Szene. Frag mich bitte nicht woher, aber irgendwoher kenne ich diese Szene. Bevor du zu deiner Waffe greifen kannst, spürst du einen heftigen, dumpfen Schlag auf den Kopf und sackst bewusstlos zusammen. Langsam öffnest du deine Augen, dein Schädel brummt, es ist kalt und kaum Licht zu vernehmen. Als du wieder zu Sinnen kommst, erkennst du deine schreckliche Lage. Entkleidet und deiner Habhaftigkeiten beraubt, findest du dich in einer verschlossenen Zelle wieder. Vor der Zelle patrouilliert eine Goblinwache den Gang auf und ab. Nur dein Kompass hat dir das dumme Pack in die Zelle geworfen. Vermutlich konnten sie damit nichts anfangen und hielten es für einen bösen Talisman. Sollte es hier nun mit dir enden? Nein, nicht so. Du siehst dich um. Zur nächsten Seite. Dann haben wir hier Nachsehen. Ein fauliges Strohlager und eine Holzplanke und ein kleines Loch in der Zellenecke, welches als Fäkalienabfluss dient, sind zu erblicken. Du bemerkst, dass der Stein um das Loch in der Mauer durch die Feuchtigkeit porös geworden ist. Du beschließt, zunächst abzuwarten und zu beobachten. Einige Stunden vergehen, die Wachen hat sich anscheinend schlafen gelegt. Aus einer der anderen Zellen vernimmst du ein leises Schnarchen. Du beginnst nun mit der Planke am Loch zu schaben. Tatsächlich lässt sich der Stein wie loser Mörtel abtragen. Eifrig schabst du weiter und kannst dir einen engen Durchbruch zu den dahinterliegenden Kanalisationsschacht, schweres Wort, schaffen, durch welchen du dich hineinzwängen könntest. Ist dies ein Weg raus? Hier raus? Das hat geil ausgesehen. Wir haben jetzt Hintergrundmusik. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Vorher hatten wir nur das Knarzen der Tür und keine Hintergrundmusik. Jetzt haben wir, dank dem Nordic Sound, Hintergrundmusik. Deine Zelle. Außer vorigem Stroh lag hier nur das Brett und dein Kompass. Im Süden führt ein Loch zum Schacht. So. Wir fangen mal an. Denke mal, das könnte oben sein. Wir fangen also an zu zeichnen. Lieber Schatten, ich werde diese Karte wahrscheinlich noch dreimal korrigieren. Lieber Gregor, enttäusch mich nicht. Er hat sich bei mir entschuldigt. Muss ich noch ganz kurz nebenbei sagen, er hat sich bei mir entschuldigt wegen diesen Zellen. Es sollte eine größere Zelle darstellen, was ja nicht funktioniert hat. Ich habe gesagt, ja, im Endeffekt, ich habe mich geärgert. Das ist okay.
bin ich ganz ehrlich, weil meine Karte immer nie gestimmt hat, egal was war. Er hat mir versprochen, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass meine Karte jetzt immer stimmen wird. Hat er aber versprochen. Bin mal gespannt. Ihr habt mein Paket noch nicht verschickt. Leute, ich will den Soundtrack dazu haben. Für 23 Euro will ich den Soundtrack haben. Nordic Sound, ich will den Soundtrack haben davon. Gut, da es nur nach Süden geht, würde ich hier oben anfangen. Ich hoffe, oben mittig ungefähr. Ja, ungefähr oben mittig. So. Wir gehen nach Süden und wir untersuchen mal wieder. Du durchsuchst den Raum. Du findest nichts. Ja, dann nimmt das nichts. So, wir haben als Waffe eine Planke. Wir haben eine Rüstung. Wir haben Lebenskraft 30. Questpunkte gibt es auch. Wir haben keine Dietriche. Brandwilligung. Keine Lungenentzündung. Goldmünzen, nix. Ist aber schön, dass die Planke einen Schaden von 2 bis 5 macht. Weil die Planke hat bestimmt einen Nagel drin. Schade, dass man nicht Gegenstände. Das könnte man vielleicht für Evil Dungeon 3 raushauen, dass man die Gegenstände untersuchen kann, die man hat. So, wir gehen gen Süden. So, von da aus geht's nach Osten. Das finde ich schön. Mit diesem Grabber funktioniert das wunderbar. Mit dem anderen Grabber funktioniert das nicht. Es ist schön sichtbar. Dankeschön. Ein Abwasserkanal, welchen du von den Zellen. Entschuldigung. welchen du von den Zellen nach Osten führt. Du kommst nun kriechend voran. Es stinkt abartig. Wir untersuchen trotzdem. Du findest einen Heiltrank. Das ist ganz gut. Pass mal auf. Das Gießen. Ich kann auf Diskette speichern. Speichervorgang. Sehr gut. Dann wäre es natürlich noch geil, wenn man dann wenn man dann hingehen würde. Das ist geil, dieser Speichervorgang ist was Geiles. Weil wenn ich sterbe, muss ich wieder von ganz vorne anfangen. Das ist schon mal ganz nice. So, wir gehen gen Osten. Ich mag das. Ich mag das. Ja, ich darf wahrscheinlich die Karte wieder neu zeichnen. Ich habe jetzt oben angefangen. Ja, lieber Schatten ist eine Riesenratte. Oh, wo kommt denn die auf einmal her? Junge, die bekämpfen wir hier, aber angreifen hier. Pass mal auf, ich habe da was richtig Geiles. Gelungen. Verfehlt. Klarer Fall. Verfehle, komm. Dankeschön. Was? Hey. Willst du mich jetzt verarschen? Wie kann eine Ratte mir einen Vierer Schaden verbraten? Sehr gut, besiegt. Schaden 4. Du erbeutet nichts. Das ist recht wenig. So, wir können aber trotzdem mal den Raum nochmal untersuchen. Du untersuchst den Raum und findest einen Heiltrank. Wir haben einen zweiten Heiltrank. Freut mich. So, jetzt gehen wir nach Norden. Zum Nordic Sound. Nordic Sound. Haha, Nordic Sound. Das ist. Ja, ich muss die Karte wieder neu zeichnen. Das ist. Zum Glück haben wir erst angefangen, das ist schon mal ganz gut. Ich zeichne mal in der Mitte und hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Glück habe. Ja, ich weiß, lieber Schatten, ich gehe dir auf die Nerven, aber das muss jetzt gerade sein. Das ist jetzt hier Wahnsinn.
So, das ist dann hier nach Osten und hier nach Norden. Und da die oben die Karte nicht stimmt, machen wir Folgendes. Wir radieren da oben diese Karte, radieren wir aus. Darum arbeite ich gern mit Bleistift. Wie früher. Ich liebe es wie früher. Nochmal, wir sehen, das muss man sich nochmal zergehen. Ne? Wir spielen im Jahre 2023. Und ich spiele am Original Commodore 64. Blatt Papier und Schreiber. Wie früher. Und das liebe ich so. Das ist das, was mir so Spaß macht. Dieser Sound. Der Soundtrack ist von Commodore 64. Das ist keine Emulation. Wir spielen hier nicht über einen Emulator. Wir spielen auf dem Original Commodore 64 mit einer Originaldiskette. Also, alles dabei. Ich gehe mal nach. Ich glaube, mit dem Joystick kann man da nicht. So, habe ich da jetzt schon untersucht? Nee. Dieser Husten macht mich platt. So. Ich würde sagen, wir gehen nach Norden weiter. Ich liebe diese Grafik. So. Im Westen ist der einzige Eingang, ist der Eingang zum Zellenblock. Du siehst deine Zelle durch das Gitter, wohin die anderen Wege wohl führen. Ich habe, glaube ich, eben den Text nicht vorgelesen. Das macht aber nichts. Wir untersuchen jetzt erstmal. Du findest nichts, das ist wenig. Dann gehen wir mal wieder nach Norden. Ich liebe das. Diese Fackel. Ich mag das. Ich liebe das. Das ist halt C64 at its best. Also, glaube ich, heißt so, ne? Der Raum führt weiter um die Ecke, außer Spinnenweben und einer Fackel. Kannst du nichts Auffälliges sehen? Das untersuche ich mal. Wenn der mir sagt, ich kann nichts sehen, das untersuche ich. Und ich finde nichts, er hat recht. Ja, dieser Husten macht mich ein bisschen fertig. Der macht mir auch, tut mir leid, das. Aber ich möchte jetzt heute Evil Dungeon spielen. Leute, ich müsste mit euch spielen. So, wir gehen in den Osten. Liebe diese Grafik, echt ohne Scheiß. So, ein hell erleuchtender Gang. An der nördlichen Tür prangt ein massives vierstelliges Zahlenschloss. Oha. Kriegen wir wahrscheinlich noch einen Code. Ich werde mal hier speichern. Zur Sicherheit. Ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist. Leute, es tut mir einfach leid. Es ist einfach, ich mag das. Commodore 64, ich mag das. Wenn ich am Amiga sitze, dann mag ich das natürlich auch, das ist Amiga zu spielen. Aber nichts. Da bin ich ganz ehrlich, nichts. Absolut gar nichts. Kann mir das Gefühl geben wie der Commodore 64. Ich liebe diesen Computer über alles. Das heißt, ich werde auch, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, Patrick, Amiga 500 oder Commodore 64, ich würde den Amiga sofort verkaufen, ohne nachzufragen. So, wir untersuchen mal den Raum. Das große Zahlenschloss an der Tür hat einen Zahnrädchenmechanismus. Er lässt sich vier Zahlen einstellen. Willst du eine Kombination versuchen? Ja, wir versuchen es mal. 5, 5, 5, 5. Ein Metalldorn schnellt dir aus dem Schloss und fügt dir 3 Schaden zu. Bitte, was? Alter. Jetzt wird aber hier Retro-Arts, wird das aber richtig brutal jetzt gerade hier. Hallo, das ist ein Zahlenschloss. Ja? Einfach ist es geht nicht, hätte gereicht. Danke. Gut. Dann könnte man jetzt anfangen, immer wieder von 0000 bis 9999 alle Zahlenkombinationen durchzuführen. Ist ganz klar. Man muss schon ein bisschen, also guck mal deine Lebenskraft, Junge. Guck deine Lebenskraft, du musst aufpassen. Du darfst nicht alles ausprobieren. Klar, logisch. So, ansonsten nur das Zahlenschloss, ne? Nein. Gut, okay. Dann gehen wir weiter nach Osten. Ich liebe diese Grafik. Ein Schild weist westlich zur Küche
Man riecht den Rauch von der Feuerstelle, dir knurrt der Magen. Ja, ich würde sagen, wir untersuchen den Gang noch. Du untersuchst den Raum und findest Dietrich. Ich habe ihn wieder, den Dietrich. Mein Freund, den Dietrich. Grüße an alle Leute, die Dietrich mit Nachnamen heißen oder mit Vornamen. So, dann ab wieder nach Osten. Da geht es nach oben und nach unten. Wir haben hier eine wunderschöne die Küche. Jede Menge Holzlöffel und Töpfe. Über der Feuerstelle brodelt ein heißer Eintopf. Er riecht gut. Natürlich, wir untersuchen den Raum. Du untersuchst den Raum und findest einen Eintopf. Die Trische. Woher bestimmt die Trische? Jetzt kommen wir her. Ich muss nochmal anfangen, die Heizung anzuschalten. So, dann gehen wir, kommen wir nach Norden und nach Süden. Ich würde sagen, wir gehen am Norden mal weiter. Hoffentlich klappt das, wo ich mir das vorstelle. Eine Schatztruhe. Eine Nachtspinne. War geil. Wir haben schon mal einen Teil dieser Karte gezeichnet, Leute. Ich liebe das Spiel. Ich liebe das Kartenzeichnen. Ich liebe solche Spiele. Rollenspiele in Anführungsstrichen, die so aufgebaut sind wie das hier zum Beispiel. Das ist ein schöner, würdiger Nachfolger für die Teile von AW10. Ehrlich? Also Eckart, du wirst hier bald vom Drogen geschubst. Also, guck, dass du noch ein bisschen beikommst, Junge. So, wir greifen an. Cheng. Haben wir ordentlich einer reingegeben, du. Dem schenken wir jetzt einen ein. Komm. Was? Och, ich habe meine. Ich habe meine Verrate, ich konnte. Jawohl. Ah, super. Und komm auf, nochmal. Gelingen. Verfehlen. Besiegt. Jawohl. Du erbeutest nichts. Das ist eine Sauerei. Warum hat denn jetzt so eine Spinne nichts dabei? Wenn ich jetzt bei Eye of the Beholder, bei Lands of Lore oder andere Rollenspiele so eine Spinne zerlege oder bei King's Quest, warte, was war's gewesen? Ultima 7, nee, Ultima 9. Da will man eine Ratte, dann kriegt man Gold. Eventuell Stiefel oder anderes Gedöns. Die hätte ja mindestens mal ein Goldstück verschlucken können. Diese Spinne. Ich meine, ich frag. Ich sag's nur. So. Okay. Eine Schatztruhe. Möchtest du einen Dieter verwenden? Ja, ich benutze einen Dieter. Die Truhe befindet sich ein Flitztrank. Was zum Geier ist ein Flitztrank? Jetzt bräuchte ich das Handbuch. Das ist aber noch unterwegs, das kriege ich erst. Ach ja. So, gehen wir wieder nach Süden. Das Spiel, Alter, Leute. Nochmal F5 zum Speichern. Das finde ich gut. Speichern, das mag ich. Also, liebe Retro-Arts-Freunde, denkt dran, so eine Speicheroption. Ihr kennt meinen Spruch, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Speicherpunkt wert. Also bitte, Zukunft weiterhin Speicherpunkte einbauen. Die sind klasse. Gut. Wir gehen dann weiter nach Süden. Auf dem Westen, auf dem Wege nach Süden. Oh, da haben wir wieder eine. Ah, ein Goblin. Ah, Goblin ist dies. Das greifen wir doch. Den Goblin greifen wir doch an. Wir haben hier bessere Chancen scheinbar als bei Evil Dungeon 1. Was? Wie hat der bitteschön sehr gut.
Sehr gut. Wir greifen an. Ja, der Goblin greift an. Der Goblin haut jetzt zu. Und die Parade von dem Alrik. Jawohl, das hat wunderbar funktioniert. Alrik greift jetzt an. Er haut aus und schlägt zu und verfehlt. Der Goblin, der greift auch wieder an. Und jetzt, er gelingt mit einem Schlag und kann. Nein, er konnte nicht parieren. Leider Gottes, er hat einen Viererschaden zerlegt. Alter, leck mich doch am Arsch. Ich kriege hier ganz bösen Arsch voll. Alrik, Alrik, kannst du mir einen Gefallen tun? Haust du mal wieder ab und zu mal zu. Meine Fresse, es tut mir einfach nur leid, Leute. What the fuck? Ich greife noch weiter an, Leute. Also irgendwie hat der Alrik doch ein bisschen Probleme. Ja, jetzt hat er doch. Sehr gut. What the fuck? Ja, die Parade gelungen. Was eine Scheiße. Pariere. Alrik. Bitte. Du endest auf K wie ich. Also jetzt bitte. Fliehen werde ich nicht. Vor diesem Goblin werde ich mich nicht in den Staub knien. Ich werde mich diesem Goblin wehren. Ich werde ihm zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Ja, du musst nur ordentliche Ansprachen halten, dann funktioniert das. Alrik, zeige dem Goblin, wer der Herr im Hause ist. Hau ihm ans Frontdeckel. So läuft das. So geht das. Man muss mit Alrik ordentlich reden. Man muss ihm auch ordentlich Verträge zeigen. Ich habe gesagt, Alrik, wieso habt ihr denn, wieso hat er nichts? Warum hat er nichts? So Sauerei hier sowas. Das Quartier des Kochs. Neben seinem Bett hängt ein großes Fleischermesser an der Wand. Darunter eine alte Truhe. Wir untersuchen. Ja, ich möchte den Dietrich verwenden. Ich finde einen Heiltrank, den nehme ich an mich. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben das soweit erledigt, dann gehen wir wieder nach Norden. Habe ich schon gesagt, habe ich noch nicht erwähnt, aber ich finde die Grafik geil. So, dann gehen wir wieder zurück nach Westen, weil weiter können wir nicht mehr. So, und hier ging es ja nicht runter. So. Eine Spinne. Attaché. Attacke. Was, Alrik? What the fuck? Komm, wir machen mal hier einen Heiltrank. So, greifen dann wieder an. Ja, das ist doch klasse. Ja, hauen wir noch drauf. Ja, sehr gut. Wir haben 75 Questpunkte. Aber Schmerzen. Haben wir auch. Schmerzen haben wir auch. Hi, wir haben die Nachtspinne besiegt. Sehr gut. Gut, hier können wir jetzt runter. Hier waren wir nicht gewesen. Wenn wir jetzt nach unten gehen und die Karte stimmt, dann können wir in der Karte noch mindestens mal nach Westen. So. Ja, können wir. Da ist dann mein Gegner. Eine Feuerschabe. Wow. Die hat zwei Rüstungen. Ja. Da würde ich gern fliehen. Und zwar nach Süden. Möchte ich einen Flitztrank verwenden? Nö, noch nicht. Fuck. Aua. Fliehen. Süden. Flitztrank.
Gut, wir sind der Spinne entkommen. Hier haben wir wieder eine Spinne, aber die hat null Rüstung, das ist schon mal ganz gut. Also hier, dann stimmt meine Karte. Bis jetzt stimmt meine Karte. Da hat er jetzt, Gregor, hat sein Versprechen gehalten. Also bis jetzt stimmt meine Karte. Aua! Hallo! Bin doch hier der Held. Naja, zum Glück hauen beide daneben. Ach, sehr gut. Ja, die Spinne ist demotiviert. Was? Womit hat die bitte schon pariert? Ich meine, ich habe eine Planke, was hat die? So, wunderbar. Du erbeutest nichts. Geruch von verbranntem Holz. Die Nordtür ist verkohlt. Man hört noch leise das Wimmern und Stöhnen aus den Zellen. So, wenn wir nach Osten gehen, kommen wir quasi wieder Richtung unserer Zelle, wo ich nicht möchte. Und dann gehe ich nach Süden und dann geht es eigentlich nur noch. Wenn ich nach Süden gehe, geht es nur noch nach. Genau. Nach unten, dann geht es entweder nach Norden, geht es definitiv. Eine dunkle Kammer, man kann kaum etwas erkennen. Der Türspalt offenbart im fahlen Lichtschein so manchen Gerümpel. Den untersuchen wir mal. Du findest eine kleine Holztruhe. Diese Holztruhe möchte ich untersuchen. Eine Schatztruhe. Ich habe aber leider keine Dietriche mehr. Pass auf. Dann mache ich hier mal so x gleich Schatz. So. Da müssen wir wieder hin. Da müssen wir wieder hin. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Da oben an dieser Kreuzung ist eine Spinne. Gut, die muss natürlich jetzt nicht da oben sein. Wenn ich jetzt zweimal nach Norden gehe, sollte ich an die Kreuzung kommen. Und dann muss ich noch einmal nach Osten. Die Spinne ist da. Nee, die Schabe. Stimmt, das war eine Schabe. Aber wir greifen an. Wir haben ja noch zwei Heiltränke. Und wenn das so läuft wie jetzt, dann würde ich sagen, dann. Ich habe mehr Angst vor dieser Schabe gehabt, als ich gedacht habe. Ich habe wirklich mehr Angst vor dieser Schabe gehabt, als ich überhaupt brauchte. Vor allem, die macht hier nur einen Schaden. Das ist ja noch geiler. Haha! Wie? Null Schaden? Hä? Was soll denn der Scheiß? Bei einer Waffe zwischen 2 und 5, wieso kann ich ja null Schaden machen? Ich frage für einen Freund. Besiegt. Schaden 3. Das ist jetzt nur eine Frage. Nicht? Ein langer Flur, der in alle Richtungen führt. An vielen Stellen überziehen Brandspuren die Wände. Feuerschaden. Ja. Gehen wir nach Osten. Von da aus geht es eigentlich nur nach Westen und nach Süden. Genau. Mein Plan stimmt. Ich habe ein Ork, Rüstung 1. Den greife ich an. Bin ja wahnsinnig. Ich meine, hallo, ich habe eine Feuerschabe mit der Rüstung 2 angegriffen. Aua! Den greife ich nochmal an. Der macht mir aber ganz schön Schaden.
Alrik. Genau, schön. Schön, Alrik. Sehr schön. Den Pass hast du wunderbar gespielt. Jetzt nochmal. Ich will noch hier und. Ja, hallo, nochmal. Warum pariert der? Womit pariert denn der Ork? Was soll denn diese Scheiße? Alrik, zeig dem Ork, wo der Hammer hängt. Ork, könntest du mal wieder aufhören zu parieren? Danke. Alrik, hau ihm eins von Deckel. Jawoll. Einer Schaden, okay. Alrik, komm jetzt nochmal an. Vierer Schaden. Mein Mann, der Alrik. Ich habe ihm alles beigebracht, was er weiß. Ha! Dieses Treppenhaus ist gut beleuchtet. Führt südlich hinaus aus der Kerkeranlage in einen anderen Abschnitt. Gut, die Kerkeranlage haben wir eigentlich soweit. Bis auf die eine Truhe, die wir bis jetzt nicht gemacht haben. Wir untersuchen trotzdem mal den Raum. Habe ich, glaube ich, bei der Stimme verpasst. Heieiei. Habe ich bei der Schabe verpasst? Warte. Wir müssen nochmal nach Westen. Weil hier in dieser Kreuzung haben wir noch nicht untersucht. Habe ich vergessen. Hier, untersuchen. Ich finde nichts. Gut, aber jetzt noch zweimal nach Süden und dann habe ich wieder meine Truhe. Truhe in Frieden. Vor allem, ich finde das Artcover, ne? Hier das Artcover. Finde ich geil. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Also. So, untersuchen. Yep. Ein Flitztrank, den werde ich mal brauchen. Oh, ich kann aber noch einen Heiltrank nutzen, weil wir haben nur 10 Lebenspunkte, das ist recht schlecht. So, wie gesagt, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Speicherpunkt wert. So, jetzt sind wir eigentlich wieder hier unten. Jetzt müssen wir wieder hoch, darüber, darunter. Also bis jetzt stimmt meine Karte, die ist ganz geil. Die gefällt mir. Ich wünsche mir, dass diese Karte so bleibt. So, nach Norden. Was ich mir aber auch jetzt mal wünschen würde, wäre eine andere Waffe, beziehungsweise eine Rüstung. So, jetzt gehen wir nach Süden. Dies ist der Durchgang zum Kerker. Im Osten liegt der Wachraum. Eine massive Tür mit Eisennieten schützt den Raum. Also es geht nach Osten, es geht nach Süden. Ich glaube, nach Osten ist nur ein Weg. Wache? Wache? Hallo? Alrik? Alrik? Gegner. Ja gut, Alrik, weiter so. Alrik, Angriff. Attaché. Ein Punkt ist besser als kein Punkt. So. Alrik, ich hätte jetzt von dir gerne einen Hattrick gehabt. Also jetzt hier so direkt drei ineinander. Wunderbar. Hätte Alrik parieren. Parieren. Genau. Genau das wollte ich von dir haben. Also irgendwie. Ja gut, wir reisen beide nicht wirklich jetzt hier Medan ab.
Aber sehr gut. Ich mag den Alrik. Alrik kann das. Alrik macht das. 8 Goldmünzen. Wir haben mal Geld. Ich find's geil. Eine blöde Frage. Kann ich mir von dem Gold irgendetwas kaufen? Der Wachraum, einige farbige Gewänder, Pergamente auf dem Schreibtisch und ein großes Schlüsselbrett an der Wand. Wir untersuchen mal. Du findest den Zellenschlüssel für den Zellenblock A38. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Müssen wir wieder zurück in den Zellenblock? Ist die Frage, welche, ne? Oh, eine Riesenratte. Ja, ich habe noch so eine Frage eigentlich. Von kriegen wir Richtung? Ja, wir bräuchten langsam und sicher mal eine neue Waffe hier, Leute. Wir haben auch so eine Idee. Das nur. Ich will ja nicht meckern, aber eine neue Waffe wäre was Geiles. Und warum zum Geier kann diese Scheißratte parieren? Wer hat ihr das beigebracht? Das waren die Piraten von Monkey Island. Die hatten da so eine Ratte, wo sie dressiert haben. Die waren das. Besiegt. Du erbeutest nichts, das ist aber wenig. So, was wir jetzt nicht kennen, ist der Süden. Habe ich eigentlich da den Raum mal durchsucht? Ich frage für einen Freund. 16 Goldmünzen. Ja, nee, warum habe ich diesen Raum eigentlich nicht durchsucht? Habe ich eigentlich den Wachraum durchsucht? So. Okay, ich habe den Wachraum durchsucht. Okay, dann gehen wir mal nach Süden. Das ist wieder ein neuer Bereich. Dieser Korridor bildet die Verbindung zwischen den Kerkern und dem Wohnbereich der Aufseher, Wachen und Bediensteten. Wenn ich einen Kerkerschlüssel habe, dann muss es irgendwo eine Zelle geben, die ich aufschließen kann. Müsste ich wieder zurück in den Zellenblock. Habe ich auch keinen Bock drauf. So. Aber ich gehe davon aus, dass ich in den Zellenblock so oder so muss. Der Wohnbereich, wenn man das so nennen möchte, hier liegen südlich einige Schlafräume der Wachen Fackelschein. Das ist natürlich Tufte. Wir haben hier alle möglichen Richtungen. Alter, meine Nase macht mich wahnsinnig. Dietrich, super. Warte mal, ich guck mal gerade, ob der. Ich habe mich gerade eine Emaille gekriegt. Deine Bestellung ist auf dem Weg. Dankeschön. Also wir sind jetzt gerade dabei. Wie gesagt, ich habe heute bestellt, habe jetzt die Download-Version und mein Paket ist auf dem Weg. Und da haben wir sogar die Nummer von der Deutschen Post. Ach, wie schön. Es ist ein Brief, das ist auch ganz geil. Das heißt also, egal ob der am Montag oder am Samstag kommt, ich kriege den definitiv in den Briefkasten. Das finde ich sehr gut. Dankeschön. Nochmal an RetroArts. Ich habe ja meine Firma.
In Anführungsstrichen habe ich auch Retrosoft genannt. Da bin ich ja momentan auch an Spiele programmieren. Also, die dauert noch ein bisschen. So. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir nach Westen? Wir gehen nach Westen. Denn am Westen ist es am besten. Der lange Gang führt weiter am südlichen Schlafgemächern vorbei. Leise, sonst zwängst du noch die Wachen. Ey! Ich wollte nur gesagt haben, dass ich da bin. Wir untersuchen den Raum. Ich finde einen Heiltrank. Das ist sehr gut. Wir gehen weiter nach Westen. Im Westen endet der Wohnkorridor mit einer holzbeschlagenen Wand. In den Ecken liegen ein Mengen Rattenkot. Da ist bestimmt Gold drunter. Das untersuchen wir. Du findest im Westen eine Geheimtür. Oh! Oh! Geh ich mal gen Westen. Gehen wir mal durch die geheime Geheimtür. Ein Ork. Was zum Geier will der da? Warum ist denn der da? Der Husten macht mich irgendwann noch fertig. Ja, wir machen zwar jetzt nicht besonders viel Schaden. Der schon. Aber ich habe hier noch zwei Heiltränke. Ich glaube, 6 war das höchste. Habe ich gesagt? Die Götter mögen dir eine weitere Chance bitten? Ja. Dein Schicksal wird geladen. Hallo, ich habe gespeichert. Ah, da überprüft er, ob ich eine Speicherdatei habe. Jetzt lädt er meinen Spielstand von vorher. Das ist gut. Und wo war das? Tja. Ach, ich liebe es. Er lädt dann automatisch meinen letzten Speicherstand. Finde ich gut. Das heißt, ich habe diese Diskette jetzt mit meinem Spiel geprägt. Gut, kann ich ja wieder rückgängig machen, indem ich die Speicherdatei lösche. Lade Spielstand. Nein, wir können ja einen Spielstand laden. Das ist geil. So, die Frage ist halt einfach nur, wo haben wir gespeichert? Das müsste ich mir vielleicht auch mal aufschreiben. Wo wir gespeichert haben. Ein Ork-Krieger. Warum kann er nicht? Warum muss ich ein? Hallo? Warum? Habe ich einen Flitztrank? Ich habe einen Flitztrank. Oh, warte mal, den greifen wir mal an. Ist ja egal. Aber schon mit 30 Lebenskraft. Ja. Alrik? Aua? Unsere ganzen Goldmünzen sind weg. Unsere ganzen Goldmünzen. Meine Scheiße. Aua! Hallo!
Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Der pariert. Warum pariert denn der? Alrik, würdest du mal bitte irgendwann mal parieren? Danke. Alrik, treffen wäre auch eine Idee. Aber da reden wir mal ein anderes Mal drüber. Sag mal, hat ihr das Ganze verlernt, was ich ihm eben beigebracht habe? Scheinbar. Nee. Warum null Schaden? Wegen seiner Rüstung oder was? Also, geht doch. Alrik! Komm, erstmal einen Heiltrank, bevor ich nochmal hier den Sterbemann mache. Och, jetzt siehst du, gut, dass ich einen Heiltrank genommen habe, Alter. Der hat mich komplett zerlegt. Sag mal. Also. Eine Brandfiole. Ich wollte gerade sagen, weh, ich krieg nichts. So, dann weiß ich auch jetzt, wo ich bin. Ich bin da unten. Schlüssel habe ich auch noch nicht. Ach du Scheiße, ich muss dann wieder nach Norden. Wir untersuchen mal nochmal den Raum. Vielleicht finde ich nichts. Das wäre eine Idee. Weil wir gehen mal da nach Westen. Weil ich will wissen, wo da diese Zellen sind. So, habe ich diese Räume schon alle durchsucht? So, dann bin ich da oben jetzt da. Da haben wir nämlich eine Zellentür. Da oben. Da wäre die Frage, ist jetzt dieser Zellenblockschlüssel, den ich habe, für diese Zellentür da? Oder wie? So, gehen wir nach Osten. Bin ich an der Kreuzung? Habe ich eigentlich das untersucht? Habe ich, glaube ich, untersucht, oder? Ne, ist ja egal. So. Gehen wir nach Osten. Dann gehen wir nach Süden. Und dann speichere ich wieder ab. So. Weil jetzt müssen wir nach Osten gehen, um diesen Goblin niederzubrezeln. Dann kriegen wir, glaube ich, diesen Zellenblockschlüssel. Und dann sind wir wieder da. Also wir sind auch fast wieder da, wo wir eben waren. Aber ich gehe, glaube ich, in diese Geheimtür nicht mehr rein. So. So, wir haben aber auch jetzt keinen Heiltrank. Aber ich hau dir mal die Brandfiole um die Ohren. Sehr gut. Und dann greife ich den an. Hoffentlich. Alter. Ich weiß, wenn ich Brandfiole mit einer Brandfiole einen Gegner vernichte, kann es passieren, dass er, wenn er Loot dabei hat, dieser Loot zerstört wird. Sieben Goldmünzen, ja, vorher alle acht. So, wenn wir den Raum untersuchen, dann finden wir, glaube ich, diesen Zellenschlüssel. Genau, für den Zellenblock. Das ist aber jetzt nicht für den Zellenblock, wo wir herkommen, vermute ich. So. Dann speichere ich hier nochmal ab.
Der Autofokus, der macht mich manchmal ein bisschen wahnsinnig. Spiel gespeichert. So, nach Westen. Im Westen nichts Neues. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Jetzt haben wir 5:30. Das heißt, noch eine halbe Stunde. Jetzt, wo ich hier spiele, ist der Nerd Room. Sein Livestream startet und dieses Spiel hier spielt. Das heißt also, wenn ich das hier rendere und fertig bin, dann fängt der Nerd Room wahrscheinlich an. Deshalb hoffe ich, dass ihr bei dem Nerd Room genauso viel Spaß habt, wie ihr bei mir hattet. Ich habe die Räume nicht untersucht, ne? Ich habe den Raum nicht untersucht. Was ne Gülle. Ist da? Gut, dass ich diesen Raum noch mal untersucht habe. So. So, den untersuchen wir auch mal. Ich finde auch hier wieder einen Dietrich. So, wir gehen mal nach Westen. Wie gesagt, wir gehen diesen Weg, den wir eben gegangen sind, gehen wir nochmal. Weil da waren wir schon, da geht es nach Süden und so weiter. Dann lang gegangen und so weiter, den untersuchen wir mal. Ein Heiltrank wäre was Geiles. Nicht nach Westen. Dann kommen wir wieder im Westen ist ein Holzverschlag mit Attenkot und so ein Scheiß. Du findest eine Geheimtür. Kann ich das Ganze nochmal untersuchen? So, möchte ich aber nicht. So, hier speichere ich wieder. Und dann gehen wir nach Süden. Das wäre dann Neuland für mich. Weil ich habe keine Brandfiole, um diesen Typen zu entwischen. Ich habe auch keine. Ich habe auch kein. Heiltrank. So. Gehen wir nach Süden. Ein Waschraum. Du fragst dich, ob Orks so einen Ort überhaupt brauchen. Vermutlich hat hier jemand das Kommando. Yep, mal scheint's Karl-Heinz. So, wir untersuchen den Raum. Bin wieder Dietrich. Ich finde das ganz gut, dass ich momentan so viel Dietriche habe. So, dann geht es nach. Soll ich nach Süden? Dann können wir gehen nochmal nach Süden. Ah, Gegner. Eine Feuerschaube. Naja, gut. Das geht ja noch. Ja. Bitte nicht pariere. Sehr gut. Wieso null Schaden? Scheiß die Wand an. So, Schaden 1. Sehr gut. Ich habe heute nichts. Das ist wenig. In diesem Flur hängt ein großes Gemälde. Darunter steht geschrieben: Ewige Treue dem Oberaufseher Rotscherk. Herr Ogaji. Wir untersuchen mal. Finde wieder einen Dietrich. Finde ich gut. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, am besten. Ein Gegner, wieder einmal. Eine Riesenratte. Sauerei. So, wir greifen an.
Heiltrank habe ich keinen mehr. Schlecht. Dann hoffe ich, dass jetzt hier der Ratte eine reinwirken kann hier. Ah, Schaden 5, sehr gut. Komm, jetzt noch ein Schaden 2 und dann ist gut. Danke. Ich habe heute nichts, das ist nicht schade. Ein Flitztrank. Eine kleine schlichte Halle. Ein Schild weist nördlich zum Kerker und westlich zum Oberaufseher. Das bedeutet, wenn ich jetzt nach Westen gehe, gehe ich quasi direkt zum Gegner. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Norden. Da sollte es nach Süden und nach Osten weitergehen. Genau. Der Abort. Abort. Irgendwie erinnert dich dieser stille Ort an ein vergangenes Abenteuer. Jede Menge brauner Artefakte. Ha! Ha! Du findest 18 Goldmünzen. Aus der Scheiße gepoolt oder was? So. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Osten. Dann sind wir wieder da. Wenn wir jetzt nach Norden gehen, haben wir dann im Westen die Geheimtür. Wie gesagt, ich möchte momentan nicht zu diesem Ork, zu diesem Oberaufseher. Ein Heil über beide Ohren, nicht ja. So. Schön ist, dass die Geheimtür jetzt eine richtige Tür geworden ist. So, jetzt gehen wir dann von hier dem Ort gehen wir nach Süden. Hier aus. So, den Ort kenne ich jetzt noch nicht. Könnte vielleicht ein Durchgang sein. Unterkunft 3. Eine Pritsche, eine Öllampe, eine kleine Truhe und die übliche Wachrobe hängt an der Tür. Dann untersuche ich mal den Raum. Vielleicht kriege ich ja hier was. Ja, ich möchte einen Dietrich benutzen. Ich bekomme einen Schild und habe damit einen Rüstung plus 1. Sehr gut. Sehr gut. Ich hätte aber gerne einen Heiltrank. So, wir speichern mal wieder ab. Dann gehen wir nach Norden. Ich würde dann sagen, wir gehen dann erst. Wir gehen zuerst diesen Ecken hier erkunden, bevor wir da soll nämlich angeblich dieser Wachoger sein, da wo ich absolut gar nicht hin möchte. So, nach Norden. Gut ist, wir haben jetzt Rüstung 2, das heißt, wir sind ein bisschen besser aufgestellt gegen die Gegner. Nach Osten kommen wir wieder an die Kreuzung. Genau. Und dann gehen wir mal nach Süden, weil ich den Ort noch nicht kenne. Da ist Gegner. Eine Goblinwache! Da greifen wir an. Goblinwache, Angriff! Hey! Rüstung 1, Rüstung 2. Wir sehen eigentlich ziemlich gut aus. Wir bräuchten eine andere Waffe. Das wäre. Aua! So ein Heiltrank wäre was Geiles. Naja, wenigstens haben wir auch gut parieren können. Sehr gut, wir haben ihn besiegt. Eine Brandfiliole, das ist schon mal viel wert. Unterkunft 2. Hier verbringen die nichtdienstinhabenden Wachen ihre Zeit. Ein spartanisch eingerichtetes Zimmer. Das untersuchen wir mal.
Und flitze wieder in den Flitztrank. Sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder nach Norden. Ich bräuchte mal einen Heiltrunk. Nach Osten. Das ist jetzt für mich Neuland wieder. Das östliche Ende des Aufenthaltstraktes. Im Süden wird ein Schlafraum. Ist ein Schlafraum. Der Korridor ist sauber und gut beleuchtet. Das finde ich ganz klasse. Da können wir hier diesen mal super untersuchen, wenn der gut beleuchtet ist. Vielleicht finden wir ja was. Eine Brandfiliode ist ja schon mal was wert. So, dann gehen wir mal gen Süden, weil da kennen wir noch nichts. Da ist eine Truhe und ein Gegner. Und wir haben eine Brandfiliole. So. Brandfiliole noch zwei. Angriff. Scheibenkleister. Brandfiole. Haben wir noch eine. Die möchte ich jetzt nicht einsetzen. Es wäre mir zu schade, die jetzt einzusetzen. Ich riskiere es. Okay, Brandfiole. Wenn der was bei sich hatte, ist es jetzt verbrannt. Leider. Haben wir noch einen Dietrich? Den haben wir noch. Eine Schatztruhe. Dietrich verwenden? Ja, natürlich. Ein Heiltrank. Den nehme ich auch direkt. Den nehme ich direkt. So. Gut. Also. Wir haben eigentlich schon ziemlich viel von dieser Karte erkundet. Das Einzige, was wir noch nicht erkundet haben, war da, wo der Goblin-Gegner ist. Und da diese zwei Dinger. Ansonsten haben wir diese Karte eigentlich schon gut freigeschalten. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Nur wir müssen halt, wie gesagt, ich möchte halt nicht diesen diesen einen Ork da. So, dann gehen wir mal nach Süden. Dann gehen wir noch einmal nach Osten. Gehen noch einmal nach Süden und dann nach Osten. Gegner? Angriff! Ach ja. Parade. Jetzt haben wir unser Alrik, ne? Der mit seiner Planke, ne? Das ist ja Wahnsinn. Hauen um. Sehr gut. Hauen eins vom Koffer. Sehr schön. Na komm. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, das ist schlecht. Nein, das ist noch schlechter. Alrik, mach mal hier hin. Ja, das ist sehr gut. Alrik, hallo? Hab keinen Trank mehr. Sehr gut. Zwei Goldmünzen. Ich hätte aber lieber einen Heiltrank. So.
Dann speichern wir hier wieder ab. Also dann hier, dann gehen wir einmal noch nach Süden und dann gehen wir nach Osten. Und dann bin ich mal gespannt. Entschuldigung. So, dann haben wir noch Süden. Und dann nach Osten. So, dann sind wir hier in Neuland. Der Ausgang, er wird östlich von der massiven metallschlagenden Tür mit einem großen Schloss versperrt. Untersuchen. Hier ist der Ausgang. A gleich Ausgang. So, dann Westen. Dann nochmal Westen. Und dann nochmal Westen. Zum Oberaufseher. Viel Spaß. So. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Hinter dir fällt die Tür ins Schloss und verriegelt wie von Geisterhand. Du sitzt in der Falle. Im hinteren Teil des Raumes steht ein grimmig blickender Mann. Der Oberaufseher Rogers. Entschuldigung. Dieser Schurke hat also das Sagen hier und führt den Trupp Orks und Goblins an, welche in dieser Gegend schon lange ihr Unwesen treibt. Er trägt ein edles Kettenhemd und greift zu seinem Schwert, als er dich erblickt. Nun heißt es er oder du, bereite dich auf ein Traum. Ich kann nicht mal flitzen. Ich glaube, der macht uns platt. Spannend. Ich glaube, der macht uns richtig platt jetzt. Ich sag nix. Null Schaden. Das ist scheiße. Papa, 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 papa. Aua, schade. Ja gut, der hat drei Rüstungen. Der wird uns... Ja, und vor allen Dingen, der hat ein Schwert. Ich wollte es nur so nebenbei mal erwähnt haben. Der hat ein Schwert. Der Penner, der kann doch noch parieren. Das ist auch so ein Kutzen. Boah, Alter.
Das war mir klar. Ich war die ganze Zeit so ruhig, weil mit einem einzigen Lebenspunkt, nur ein einziger Lebenspunkt. Übrigens, die Uhr hat gepiept, das ist halt 18 Uhr. Jetzt, wo wir jetzt bei einer Stunde und 20 sind, macht der Nerdroom auf Twitch seinen Livestream mit Evil Dungeon. Finde ich ganz geil. Und auf YouTube wird gerade mein Video freigegeben. Ist das geil. So, was wissen wir? Wir wissen, dass wir zu diesem Anführer nicht sollen, sondern wir gehen hoch zu dem Goblin und zerlegen diesen Goblin. Wo habe ich ihn eigentlich gespeichert? Wo habe ich ihn eigentlich gespeichert? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Wir laden das Spiel. Der Waschraum. Wo ist das? Hier. Der A ist der Ausgang. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach Norden und dann nach Osten. Nee, nach Westen. Zerlegen dort diesen Goblin. Aber zuerst die Ratte. Du Ratte! Das war aber geil. Ich habe nur einen Lebenspunkt gehabt und der hat trotzdem als weitergekämpft. Ich fand's geil. Also Alrik, der hat irgendwie gerade ein bisschen Probleme, Alter. Na, wir greifen an. So. Vielleicht kriegen wir ja einen Heiltrank, wenn wir die alte jetzt glatt machen. Diese alte Maus. Diese alte Ratte. Du Ratte. Besiegt. Jawohl. Die Erbeute ist nichts. Warum nichts? Ich hätte gern einen Heiltrank. Sag mal, kann ich hier nochmal untersuchen? Ja, die Tür wurde als normale Tür angegeben. So. Das ist, glaube ich, nur ein einzelner Raum. Genau. So. Ork-Rüstung 1. Sollten wir eigentlich packen. Wir haben ja nicht mehr viele Lebenspunkte. Dann hoffe ich, dass er gleich hier 13 Heiltränke dabei hat. Wenn wir denn gegen diesen Ork ankommen. Ist ja interessant hier. Komm, jetzt noch einmal gewinnen und dann haben wir den durch. Also, Alrik, sehr gut. 4 Goldmünzen. Eine versteckte Schreibstube. Der Raum ist voll von Büchern und Schriften. In der Ecke ist ein Schreibpult. Wir untersuchen das Ganze. Heiltrank, bitte Heiltrank. Du findest unter diesem Schriftpult die Zahl 01 geritzt.
stimmt, wir hatten ja noch einen Zahlenschluss. Wo könnten wir noch? Oh fuck. Alter. So. 8 Lebenskraftpunkte. Gespeichern. Wir haben 0,1. Null eins, zwei, drei, das wird so einfach. Doch. Wohnstube 2, Wohnstube 3. Natürlich. 0123. So, wo war das Zahlenschloss jetzt wieder? Ich frage für einen Freund. Bin jetzt da. So. Kreuzung, dann nach oben. Das war, glaube ich, da oben irgendwo. Goblinwacher. Ja, wir werden da jetzt platt gemacht. Ich würde sagen, wir fangen gleich wieder von vorne an. Wir wissen ja ungefähr Bescheid. Wenn wir jetzt drauf gehen, fangen wir wieder von vorne an. Die Karte haben wir im Großen und Ganzen. Wenn wir jetzt drauf gehen, würde ich sagen, dann fangen wir von vorne an, weil wir haben keine Heiltränke, wir haben. Genau. Fliehen, wohin fliehen? Nach Norden. Blitztrank einsetzen, ja. So, dann sind wir hier oben, dann muss ich wieder nach Norden. Wieder nach Norden. So. Wieder nach Norden. Dann nach Westen, dann nach Norden und zweimal nach Osten. Ich glaube, da war es gewesen. Norden. So. So. Ja. 0, 1, 2, 3. Nee. Das war's nicht. 0, 3, 2, 1 vielleicht. Weil wir sind zuerst in den Raum 3 und dann in den Raum 2. Oder 3, 2, 01. Wir machen das jetzt ganz anders. Wir fangen wieder bei 0 an. Wir arbeiten uns jetzt wieder von Raum zu Raum durch. So, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin, habe ich ja den Plan. Der Plan ist jetzt eigentlich fertig hier. So, das ist der ganze Plan. Er ist ein bisschen kleiner als der andere Evil Dungeon. Also dieser Dungeon von Evil Dungeon 2 ist kleiner als der Evil Dungeon von Evil Dungeon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er macht trotzdem Spaß.
Machen wir hier die Einladung? Nein. Hintergrundmusik? Ja. Wir starten aber ein neues Spiel. So, wir starten unsere Zelle. Sehr gut. Wir untersuchen die Zelle. Ich finde nichts. Gut, das ist da. Im Süden. Wir untersuchen auch jetzt wieder direkt jeden Raum. Wir behalten, soweit wir können, diese Filionen. Ich finde nichts. Gut. Dann gehen wir nach Osten. Hey, ist es? Entschuldigung. Ich weiß nicht schnell genug. So, eine Ratte. Die greifen wir an. So, dann sind wir ungefähr hier. Also hier sind wir. Und dann gehen wir hoch. Wir arbeiten uns erstmal oben, ne, überall durch. Ja, so eine Ratte kann man mal verfehlen. Besiegt. Ich habe heute nichts. Das macht ja nichts. Wir untersuchen trotzdem den Raum. Und finden einen Dietrich. Das ist okay. Dann gehen wir gerne Norden. So, dann haben wir nämlich diesen Ecken durch. Das ist schön. Also hier muss ich definitiv nicht mehr hin. Du hast den Schacht verlassen. Du bist östlich der Zellen. Dann untersuchen wir hier den Ecken nochmal. Das haben wir. Das, ich weiß nämlich, glaube ich, dass ich ein paar Sachen nämlich nicht untersucht habe. So, also wir gehen hier nicht nach Osten, sondern wir können hier nachher, wenn wir nach Norden gehen, kommen wir hier wieder hin. So. Der beste Eingang zum Zellenblock. Da ist der Eingang zum Zellenblock. Hier. Z für Zellenblock. Untersuchen. Findest nichts. Aber hier ist der Eingang zum Zellenblock. Und das, denke ich mal, da brauchen wir den Schlüssel für. Naja. Dietrich, gut. Ich gehe mal nach Osten weiter. So. Dann speichern wir hier. So, Sekunde. Ja, das wollte ich euch nicht antun. Ich habe jetzt die Mute-Taste rechtzeitig gedrückt. Gut, dann sind wir hier. Wenn wir jetzt hier nach Süden gehen, kommen wir dort, wo wir eben nach Osten rausgekommen sind. Also wir sind eben da langs, da hoch. Moment. Bleistift! Ich habe vor 2 Sekunden noch einen Bleistift gehabt. Wo habe ich denn den hingelegt? Bin ich doof? Ich will darauf keine Antwort haben. Ich weiß, dass ich doof bin. Da ist er. Unterm C64 hat er sich versteckelt. Also, da ist unsere Zelle. Da sind wir raus, da sind wir rüber, da sind wir hoch. Und jetzt sind wir da. Wenn wir da runter gehen würden, würden wir da, wo wir da, ne? Ist ja klar, ne? Wo du warst. So. Also, hat schon alles Sinn, was ich tue. Also, wie kann ich mit Joystick eigentlich... Habe ich schon untersucht? Na, warte mal, da haben wir hier das... S für Zahlenschluss. Nein. Ich möchte mich noch ein bisschen hier, ne?
So, dann gehen wir nach Osten weiter. Untersuchen. Ich löse eine Falle aus. Fuck, kann ich nochmal untersuchen? Toll. Osten. So, untersuchen. Dietrich nach Norden. Aha. Eine Spinne. Die greifen wir an. Ich bin jetzt, bei solchen Kämpfen bin ich meistens ruhig. Du weißt nicht, was passiert. So, wir untersuchen, machen natürlich die Schatztruhe wieder auf mit einem Dietrich, das machen wir. Filztrank, okay. Süden und dann machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Also es ist eigentlich, ich sag mal so, diese zweite Runde ist jetzt uns ein bisschen besser. Was heißt ein bisschen besser gesonnen? Wir haben keine Heiltränke. Das ist ein bisschen blöd. Die Frage ist, was ist da oben an diesem Schloss? Und was ist mit dem Zellenblock und so? Ja, also ich wollte nur mal sagen, so. Da ist wieder ein Goblin. Wenn ich ruhig bin, schafft das mit Alrik, schafft das viel besser. So, wir untersuchen. Eine Schatztruhe. Ja, ich möchte Dieter verwenden. Heiltrank. Sehr gut. So, speichern. Momentan laufen die Kämpfe eigentlich ganz gut für uns. Ich hoffe, dass ich jetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich während diesen ganzen. Während der ganzen Lauferei hier immer nur, was weiß ich, über diesen ganzen Dungeon hier vorbei, nur einen einzigen Heiltrank brauche. Und ich hier aber noch 3 oder 4 oder 5 Heiltränke sammeln kann. Dann hoffe ich, dass ich die Zahlenkombination für das Schloss da oben rauskriege. Dann hoffe ich, dass ich diesen Zellenblock aufsperren kann. Also es ist momentan viel, ich hoffe. Also Hoffnung ist eigentlich viel bei mir momentan. So, dann gehen wir jetzt nach Westen. So, von da aus gehen wir nach Süden. Ja, mir knurrt der Magen, das ist richtig. So. Nach Süden. Thank you.
Wir können es ja mal so machen. Also wir greifen jetzt hier mal diese Feuerschabe an, das ist ja wunderbar. Na also, gut, ich habe heute nichts. Ich untersuche noch mal den Flur hier. So. Wir machen jetzt etwas ganz anderes. Ich gehe nach Norden, wieder da, wo diese, wo das Sicherheitsschloss ist. Ich weiß, dass die 01 dabei ist. Dann werde ich hier speichern. Dann ist die 01 entweder am Anfang oder am Schluss. Und ich denke auch, dass die Zelle 2 und die Zelle 3 was damit zu tun hat. Jetzt die Frage, was haben wir denn zuerst gefunden? Wir haben natürlich zuerst die Zelle 2 gefunden, dann haben wir die Zelle 3 gefunden, dann haben wir die Zahl 01 gefunden. Wenn wir nach dem Rang gehen, wie ich jetzt hier gerade gegangen bin. Deshalb würde ich jetzt glatt sagen, es ist 2301 oder 3201. Ja. 3201. Untersuchen. 2301. Untersuchen. Ja. 0123. Untersuchen 0132. Also 0132. 0132. Okay, die Schlafräume haben damit nichts zu tun. Das ist schon mal klar. Gut. Den Heiltrank werde ich jetzt nicht benutzen. Ich werde dann hier quasi nochmal neu spawnen, hoffentlich. Ich lasse mich dann vom Gegner kaputt machen. So, und dann gehe ich noch einmal nach unten. So, hier können wir noch untersuchen. Dann gehen wir noch einmal nach unten. Da darf der Gegner sein. Sehen wir aber jetzt gleich. Nein. Untersuchen. Yep. Eine Flitztrank. Ich möchte den Heiltrank nicht benutzen. Norden. Dann gehen wir wieder nach Norden. Dann gehen wir nach Osten. Habe ich den Raum hier schon untersucht? Dann gehen wir nach Osten. Von da aus gehen wir dann nach Süden. Eine Brandfiole. Ist auch was Geiles. So. Dann gehen wir nach Süden. Und dann stehen wir quasi vor diesem Quartier der Orkwache. Wenn wir kaputt gehen, gehen wir kaputt. Und ansonsten, ja.
Sollten wir überleben, wieder erwartend, dann werden wir zur Orkwache gehen. So, ich habe heute nichts. Wenn ich jetzt aber noch einen Heiltrank nehmen würde, würde ich sagen, okay, das ist einer. Okay, dann nutze ich den Heiltrank hier. Dann haben wir noch einen Heiltrank in petto. Ich bin eigentlich wieder aufgefrischt. Wir haben schon fast die Hälfte fertig. Wir haben aber, wie gesagt, diesen Zellenblock. Ich gehe jetzt da rein und vermöbel diesen Idioten da. So. Mit einer Brandfiliole. Und dann einen Angriff. So, jetzt aber, Alrik. Alrik? Mein Mann, das ist doch klasse. Ich habe ihm alles beigebracht, was er weiß. Hier sind sogar 9 Goldmünzen. So, wir untersuchen diesen Raum und kriegen den Schlüssel. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Zellenblock. Das heißt, wir sind jetzt, um das auf der Karte, wir sind jetzt da und müssen wieder nach da. Ist eigentlich ganz einfach. Einmal Westen, einmal Norden, zweimal Westen und dann haben wir es ja schon. Warum habe ich das vorher nie gemacht? Weil ich nicht weiß, wo der Zellenblock war. Jetzt weiß ich es aber. Nach Norden und zweimal nach Westen. So. So, noch einmal nach Westen. Dann stehen wir vor dem Zellenblock. A38. Im Westen ist der Eingang zum Zellenblock. Du siehst eine Zelle durch das Gitter, wohin ein anderer Weg führen möchte. Jetzt können wir durch diesen Zellenblock gehen, weil wir den Schlüssel haben. Hier speichere ich ab. So, es geht also weiter. Geilst. Wir haben wieder einen neuen Ecken, den wir erkunden können. Ich finde es geil. Ich liebe das, so eine Karte zu erkunden und zu wissen, wie groß ist die Karte, wie weit geht die Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Räume bis jetzt. So, dann gehen wir nach Westen weiter. Ich bin ja schon oft gesagt worden, ja, das wäre was für das D2-Feld Adventure System. Du betrittst den Zellenkorridor. Im Norden ist eine Holztür, im Süden eine verlassene Zelle. So. Das ist, glaube ich, meine verlassene Zelle. Genau, richtig. Da will ich ja nicht hin. So, wir untersuchen diesen Ecken hier trotzdem. Ich finde nichts. Das ist sehr seltsam. Dann gehen wir dahin. Ein weiterer Zellenabschnitt. Im Norden und Süden jeweils eine Zelle. Im Osten, im Westen eine weitere Tür. Wir untersuchen mal diesen Ecken hier. Ich finde wieder einen Heiltrank. Das finde ich gut. Wenn wir jetzt so, ihr wisst ja, ne, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon einen Speicherpunkt wert. Jetzt haben wir 2 Heiltränke. Das finde ich ganz gut. Wir haben 2 Flitztränke und wir haben eine Brandfiliole. Ich wünsche mir jetzt ganz ehrlich noch nur, sag's mir. Ich wünsche mir noch ein bis zwei Brandfiliolen, die ich dann auch dem Oberdingenskirchens da um die Ohren schmeißen kann. So, wir gehen weiter nach Westen. Ich will wissen, wie weit es da geht.
Es scheint das Ende des Zellenkorridors zu sein. Je eine Zelle im Norden und im Süden. Im Westen geht's nicht weiter. Wir untersuchen trotzdem den Raum. Ich löse eine Falle aus. Ne, ist doch klasse. So. Gehen wir gern Norden. Das ist eine Zelle. Zellenblock A38, 12. Das ist eine Goblinwache. Ich habe aber hier 12. Das schreibe ich mir auch mal auf. 0112 oder 1201. So. Angriff. Oh, noch schönen Schaden machen wir hier. Haben wir noch einen Dietrich? Wir haben noch einen Dietrich. Ui, ja. Besiegt. Sehr gut. Hat er was bei sich? 7 Goldmünzen. Golfmünzen. Jo. Der Wachraum des Goblinsaufseher. Neben seiner Pritsche wirft eine Öllampe fahres Licht auf eine Zahl an der Wand. 12. Untersuche. Eine Schatztruhe. Ja, ich möchte den Dietrich verwenden. Es ist eine Brandfione und ich nehme sie an mich. Das ist sehr gut. So. Dann würde ich jetzt glatt behaupten, zur Sicherheit speichere ich hier nochmal ab. Hat aber nichts zu sagen, wenn ich hier in dem Raum spawne, kann ich immer wieder mal einen Gegner kriegen. Ich möchte aber den einen Heiltrank nur nicht nutzen. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass ich hier... Also wir haben jetzt 12.01. Also entweder... da wir hier an diese Zahl aber später rankommen, oder kommen wir früher ran, dann ist es 1201. So, gehen wir gen Süden. Dann wieder in den Süden, dann haben wir nämlich noch eine Zelle. In der Zelle sitzt ein Mädchen in zerfetzten Lumpen. Sie sieht sehr geschwächt aus, dennoch blickt sie sich erfreut an und fleht: Bitte helft mir, ich bin Valeria, eine junge Zauberin. Die Orks haben mich überfallen und hier gefangen gehalten. Erstaunt fragst du Valeria, warum sie sich als Zauberin nicht selbst mit der Magie befreit hat. Meine Künste beschränken sich noch auf sehr einfache Zauber. Als Adeptin, Auszubildende, sind mir die großen Künste noch verborgen. Ich war gerade auf dem Weg nach der Magieakademie, um eine Ausbildung zu beginnen. Dann haben die Orks mich im Wald überfallen, vergewohlwutzigt, und ich muss meinen Weg hier fortsetzen. Was? Das ist die Gelegenheit, dein Leben als Abenteurer gerecht zu werden. Du reichst Valeria die Hand und versprichst ihr, aus diesem Kerker zu helfen. Valeria folgt dir nun unauffällig. Zum Kämpfen ist sie aber zu schwach. Die Zelle von Valeria. Ein Ort, welchen man nur allzu gern hinter sich lassen. Die Freiheit ruft. Ich finde nichts. So, Valeria ist auch weg. Habe ich jetzt nicht Valeria im Inventar? Warum habe ich Valeria nicht im Inventar? Sag mal, Gregor, warum ist Valeria jetzt nicht in meinem Inventar? Ich habe sie doch bei mir. Naja. Ich frage für einen Freund. Prinzessin Valium, Prinz Valium, Entschuldigung, die Haare. So. Heiltrank will ich noch keinen nutzen. Wir gucken jetzt zuerst da hier Richtung Norden. Diese Zelle sieht etwas ordentlicher aus. Das Stroh ist noch unbenutzt. Vermutlich war hier noch niemand zu Gast. Wir untersuchen trotzdem diese Zelle. Ich finde einen Dietrich. Ja, das ist doch was. Manchmal habe ich ruhige Phasen, dann geht das Guste wieder los.
So, und dann gehen wir wieder in den Süden. Dann haben wir die Zelle nämlich auch abgefrühstückt. Da ist ein Gegner drin. Ein Skelett. Das greife ich an. Dann greife ich weiter an. Oh, das kann parieren. Gut, hat ja genug Knochen, nicht, ja? Macht aber doch ein bisschen Schaden. Ich möchte hier die zwei Heiltränke, will ich jetzt nicht ankratzen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ich glaube, ich muss doch langsam an diese Heiltränke ran. Naja, doch nicht. Alrik, machen platt. Ich wollte gerade sagen, Skelett, ich habe gesagt, Alrik machen, nicht du machen. So, besiegt, wunderbar. Was kriege ich denn von meinem Skelett hier? Hallo, also Gregor, ne? Pass auf. In jedem guten Rollenspiel hat so ein Skelett immer Gold dabei. Immer. Nicht? Und womit pariert eigentlich ein Skelett? Das könnte auch eine Waffe haben. So, wir nehmen es nebenbei jetzt, nicht? Wir untersuchen diesen Raum. Nee, wir untersuchen. Eine leere Zelle. Auf dem ersten Blick erkennst du nur ein Strohlager und verfaultes Brot auf dem Boden. Das ist doch gut. Wenigstens was zu essen. Du findest eine Brandfiliole. Das ist sehr gut. Brandfilionen sind gut, die kann ich nachher dem Commander um die Ohren hauen. Ich will ja eigentlich diesen Heiltrank jetzt nicht nutzen. Komm, Heiltrank. Ich mag den eigentlich nicht. So, ich hoffe, dass ich nochmal einen Heiltrank finde. Es gibt noch einen Ort. Was ist der hier? Der hier? Den müssen wir noch erkunden. Und dann geht's weiter. So. Nach Osten. Nach Süden geht es in meine Zelle wieder zurück. Da will ich gar nicht hin. Und nach Norden geht's in eine andere Zelle. So wie es ausschaut. Und da ist ein Gegner. Das ist ein Ork. Mit einer Rüstung. Hoffentlich ist in der Truhe was Ordentliches drin. Ich habe keinen Bock, jetzt die Heilfiliole nochmal zu benutzen. Sag mal, Valeria, ihr könnt mich auch mindestens mal heilen. Nur so eine Idee. Ich kriege ja ganz schön hier eins auf den Deckel. Weil wie gesagt, ich will die Brandfilionen für den Commander da unten haben. Ach komm. Alrik. Ah, komm schon. Sehr gut, wir haben den Ork besiegt ohne Brandfilion. Ich finde es gut. Ein Flitztrank, sehr gut. Dann untersuchen wir. Eine Schatztruhe, ja, ich möchte einen Dietrich verwenden. Eine Streitaxt. Du nimmst sie an dich. Das gibt Schaden. 2-7, das ist sehr gut. Ja, aber ich sag mal so, warum können wir nicht hier bei der Streitaxt 2-10 oder 3-10 machen? Die Blanke hatte doch schon 2-5. Hier hätte man zum Beispiel 1-5 machen können. Und dann die Streitaxt hier, was weiß ich, 3-10. Klar, wir müssen uns diesen Weg wirklich erkämpfen. Ganz klarer Fall. Trotzdem.
Die Frage steht im Raum. So, pass auf. Wir haben diesen Zellenblock komplett abgefrühstückt. Dann gehen wir jetzt nach Osten, dann nochmal nach Osten und dann nach Norden und dann probieren wir unser Zahlenschloss aus. Angriff. Skelett. Wir können ja da mal unsere andere Axt ausprobieren. Ja. Ich will nichts gesagt haben. Ich will mal nichts gesagt haben. So. Nach Osten und dann nach Norden. So. Dann speichern wir wieder ab. Weil wir haben die zwei Zahlen. Es ist 1201. Wie komme ich jetzt auf 1201, Gegner? Wie komme ich jetzt auf 1201? An den Zellenblock kommen wir vorher, bevor wir an diese Wächter kommen. Und deshalb denke ich, es ist 1201. Kann aber auch 0112 sein. Das sehen wir gleich. Aber wenn ich diesen hier jetzt besiegt habe, den habe ich besiegt, dann speichere ich hier nochmal ab, zur Not. Und dann probieren wir es. Dann geht es nämlich hier oben auch ein bisschen weiter. So. Dann untersuchen wir. Ja. Und ich sage jetzt, es ist 12:01. Dann ist es 0112. Also hatte ich doch recht. Untersuchen. Ja. 0112. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist der Code, wird der Code vielleicht jedes Mal anders ausgewürfelt? Dann stimmt die 01 nämlich nicht mehr. Wird der Code immer wieder anders ausgewürfelt? Das ist nämlich dann, ich finde es ganz ehrlich, ein bisschen. Warte. So. Dann gehen wir nach Süden. Weil auf dieser Karte sind wir noch nicht gewesen. Hier bei diesen anderen Teilen. Wir müssen sowieso darüber. So, dann nochmal in den Süden. Dort waren wir als letztes gewesen, also ganz rechts bei dem, wo wir dann den Zellenblockschlüssel bekommen haben. Und jetzt sind wir quasi, wenn wir jetzt runtergehen, sind wir laut diesem Spielstand in einem neuen Areal. So, das untersuchen wir mal hier. 13 Goldmünzen, das ist auch nicht schlecht. Bringt mir zwar, glaube ich, gar nichts, aber naja. Wohnbereich, hier gucken wir noch mal nach Dietrich, sehr gut. Nach Osten, dann nach Süden. Gegner. Ja, die hat eine Zweierrüstung. Okay,
Dann holen wir den Heiltrank. Ich muss ihn dann trotzdem nehmen. Wie gesagt, diese Brandfilion will ich für den Endboss übernehmen. Also da möchte ich definitiv, dass das der Endboss abkriegt. Die soll der Endboss kriegen. So, dann sollen wir einmal nach Süden, also den Raum noch untersuchen, noch einmal nach Süden dann dackeln. Dann haben wir den Ecken auch wieder, und dann sind es wieder noch, dann sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Räume. Oh. Der Laptop hat kleine Wärme. Macht nichts. Besiegt. Sehr gut. Ein Flitztrank. Egal. Ein Heiltrank. Sehr gut. Gut, da sind wir wieder einigermaßen fit. Fit vor Gegner. Ich will nicht. Und ich könnte mal wieder eine Parade gewinnen, meine Fresse. Naja, gut. Wir haben noch 2, 4, 5. Noch 2. Ach, Alrik! Mann, Junge! Komm ins Heiltrank! So, wir haben noch einen Dietrich. Da würde ich mal hier den Dietrich benutzen bei der Heiltrank. Danke! Gut, dann würde ich sagen, dann holen wir noch einen Heiltrank. Und dann geht's wieder aufwärts, auf wie auf dem Berg. Wir haben aber jetzt keinen Dietrich mehr. Das ist jetzt relativ schade. Den Raum haben wir, glaube ich, untersucht. So, dann gehen wir nach Westen. Dann noch einmal nach Süden. Wo war das gewesen? Die Truhe war hier quasi. Also jetzt noch nach unten. Hoffentlich kriege ich da jetzt noch einen Dietrich oder eins oben drüber. Da kommt zwei. Kann ich nochmal untersuchen? Mann, dass ich hier nichts meine Fresse. Nach Westen. Problem ist, ich habe keinen Dietrich. Brauche jetzt nicht nach Süden zu gehen. Es sei denn, ich finde jetzt einen. Heiltrank ist auch nicht schlecht, aber ich will den Dietrich. Weil hier ist eine Truhe. Ich habe aber keinen Dietrich.
Fuck it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. So, hier kriegen wir unsere Geheimtür. Dann gehen wir in den Westen durch die Geheimtür, machen den Goblinblatt, kriegen hoffentlich einen Dietrich, machen die Truhe auf. Ork oder Goblin? Was war's denn? Ork. Die Brandfiliolen nicht nutzen. Das soll nachher der Gegner, der soll die nachher schlucken. Scheiße. Ich will die Heiltränke nicht alle aufbrauchen. Come on. Also, ein Flitztrank. So, hier untersuchen wir noch ein bisschen was. 04. So. Gut. Ich habe gewusst, die Zahlen ändern sich. Jetzt müssen wir wieder komplett zurück, ganz nach oben. Weil ich will jetzt Gegner. Gott sei Dank, ich verfehle. Also er verfehlt Gott sei Dank auch. Da mal. Ich kriege hier ganz böse die Hucke voll von diesem scheiß Goblin. Vielleicht schmeiße ich eine Brandfiliole auf den, oder? Naja, wenigstens etwas hier. Komm, ey. Ich will ja jetzt nicht an so einen schönen Goblin. Danke. 11 Goldmünzen. Ich hätte aber gern Dietrich. Okay, wie viele Heiltränke haben wir? 2. Was eine Kacke. So, jetzt wieder weiter nach Osten. Noch weiter nach Osten, dann ganz nach Norden. Wenn wir denn ganz nach Norden kommen. Sind es da? 1, 2, 3. Sehr gut. Jetzt geht es nach Westen und dann noch einmal nach Norden und dann können wir die Zahlenkombination ausprobieren. So, es ist jetzt 0412 oder 1204. Ist halt die Frage. So, ich würde sagen, hier speichere ich nochmal. Wir haben nämlich schöne Lebenspunkte. Also ich hätte gesagt, da wir zuerst zu dem
So Dings um 1204. Aber zuerst natürlich zu den Zellen gekommen sind. Ja? 1, 2, 0, 4. Dann 0, 4, 1, 2. Untersuchen. Ja. 0, 4, 1, 2. Ein heller leuchtender Gang etc. pp. Es rattert und knattert. Nun ist das Tür, die Tür offen. So, wir können nach Norden. Da gehen wir auch hin. So, einmal haben wir einen gekriegt. Drei Punkte. Wir haben keinen Dietrich. Wir haben keinen Dietrich. Ich will einen Dietrich haben, meine Fresse. Dietrich, Dietrich, meine Fresse. Aber ich glaube, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Sollte ich trotzdem wieder erwartend sterben, werden wir hier wieder landen. Gut, ansonsten die ganze Dietrich. Alter, komm, Gegner und der lässt den Dietrich fallen. Meine Fresse. Okay. Dann gehen wir einmal nach Süden nochmal. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zu diesem Kommandanten und schlagen dem die Prügeln aus. So. Nach Osten. Und dann alles nach Süden, bis zu dem letzten Kreuz. Und dann gehen wir nach Westen, bis es nicht mehr geht. So, das ist dann dies. Aber der Gregor hat sein Versprechen gehalten. Meine Karte stimmt. Die Idee an sich, Räume größer werden zu lassen, indem man einen Raum überspringt. Wie gesagt, hat ein gewisses etwas. Da muss man für sein. So. Nach Westen. Nach Westen. Dann nach Süden. Dort können wir eventuell noch einen Dietrich finden. Wir haben hier noch ein paar Räume. Also hier zum Beispiel waren wir noch nicht. Ich will jetzt da hoch. Ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch. Hier ist mal speichern. Speichern. Ich will wieder nach oben. Ich will da oben diese Truhe. Ich will da oben diese Truhe. Da oben diese Truhe. Die, wo ich keinen Dietrich hatte. Da will ich wieder hin. Ich will diese Truhe offen haben. Ich habe eine Streitaxt. Hallo, dann kriege ich wahrscheinlich ein Schwert. Ein Schwert, ein Schwert. Mein Königreich für ein Schwert. Du hast kein Königreich mehr, du Vollidiot. So, dann sind wir ungefähr hier. So. So, nach Osten. So, nochmal die Links zu den Beschreibungen. Ne? Hier, RetroArts etc. pp. Alles in der Beschreibung. Die Links. Da könnt ihr euch das Spiel organisieren. Wie ihr wisst, es ist immer wieder ein anderer Code. Also das ändert sich also immer wieder mal, was ich ganz geil finde. So, und jetzt geht's nach Norden. Dann geht es wieder nach Norden, dann geht es wieder nach Norden, dann geht es nach Westen, dann geht es nach Norden, dann geht es nach Norden und dann geht's ab. Dann geht hier der Punkt ab, Alter. Dann zerbricht. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn gleich auf dich.
Jetzt zweimal nach Norden und dann haben wir die Truhe. Truhe in Frieden hier, Leute. Ja, Gott sei Dank. So. Sehr gut, da oben ist die Truhe. Da will ich hin. So. Untersuche. Ja. Eine Elfenklinge. 4x9 Schaden. Das ist doch mal Elfen, was ich sage. Das klingt nach einem Schaden. So. Wir speichern mal wieder. Ihr wisst ja, wenn sowas Gutes widerfährt, ne? Das ist schon ein Speicherpunkt. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe den Commodore 64. Ich freue mich schon auf Evil Dungeon 3. Leute, ich freue mich schon auf Evil Dungeon 3, ganz ehrlich. Evil Dungeon 2 ist aber gerade erst rausgekommen. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Und die Karte ist so klein. So. Trotzdem sind wir schon seit 2 Stunden und 20 Minuten durchgehend am Zocken hier. So, einmal nach Süden, dann nach Osten, dann ganz nach runter. Dann suchen wir uns noch einen Dietrich, dann holen wir diese eine Truhe. Dann holen wir uns nämlich den Schild, was ganz geil ist. Ich glaube jetzt nach Osten, ne? So, dann nach Süden. Mit der Elfenklinge. Da machen wir Schaden, Leute. Brauchen wir noch den Schild. So, den Übergang. Dann kommt das Teil. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4 Räume, wo ich einen Dietrich finden kann. Eine Nachtspinne. Wo sind die Gegner? Da. Da. Übrigens besiegt. So. Hat nichts dabei. Warum denn auch nicht? So. Ab in den Süden. So, dann haben wir hier. Dann gehen wir jetzt nach Westen. Und dann nochmal nach Westen. Und dann gehen wir nochmal nach Süden. Und da waren wir auch schon gewesen. So. Und dann geht es noch einen nach Osten. So, Sekunde, so Süden. So. Und dort haben wir den Dietrich gefunden. Wo wir jetzt hingehen. Hier haben wir den Dietrich gefunden. Und ich habe gesagt, geilst. Geilomat. So, dann gehen wir nach Westen, dann sind wir nämlich nochmal da, wo es dann nach Süden geht nur. Gegner, das macht nichts, ich habe hier eine Elfenklinge. Ja gut, der pariert, das ist nicht scheiße. Ich will aber jetzt nicht hier den Heiltrank benutzen, Leute. Ah, mal Leute, würdet ihr bitte so freundlich sein und Schaden machen? Alrik, Schaden. Nee, Schaden geben, nicht Schaden nehmen. Nein, der hört mir nicht zu. Ich denke, ich rede mit der Wand. Okay, ein Heiltrank. Es bleibt mir nichts anderes über. So, Attaché. Ich will die Brandfiolen nicht gegen die Wache einsetzen. Na also, meine Fresse.
Ja, hallo, wo warten das die ganze Zeit? Hier, Alrik. Ich hab nichts gesagt. Alrik, machen weg. Super. So. Drei Goldmünzen, das macht ja nichts. So, hier kann man natürlich wieder den Abort. Ja, ich glaube, ich habe ihn beim Scheißen eine Falle. Jetzt ist immer noch nichts, ne? So, gehen wir nach Süden. Dann noch einmal nach, also nach Süden, nach Osten, nach Osten. Irgendwo da ist noch ein Dietrich. Bei einen habe ich, einen brauche ich noch. Hallo, ich finde nur noch Fallen, was geht denn jetzt ab? Heiltrank. Ja. Das ist schlecht. Ich habe noch eine Kiste, die ich nicht aufmachen konnte, weil ich keinen Dietrich hatte. Und ich finde auch hier keinen Dietrich mehr. Das ist scheiße. So. Ah, hier, Gegner. Ogerkrieger, den greifen wir an. Weil in der Truhe war das Schild. Nach Westen. Ja, wir wollen einen Flitztrank einsetzen. Dann stehen wir, glaube ich, vor dem Kommandanten. Genau. Das ist der Kommandant. So. Da holen wir uns erstmal einen Heiltrank. Und dann schmeißen wir den eine Brandfiole an den Kopf. So. Brandfiole. Kann ich jemanden nochmal an den Kopf schmeißen? Das macht nichts. Dann holen wir nochmal eine Brandfiole an den Schädel. So. So, und jetzt greifen wir ganz normal an, weil wir haben es ja, ne? Ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Ich wollte es nur so mal gesagt haben. Den habe ich gerade besiegt. Das Gemach des Oberaufsehers. Jetzt hat die Bande ihren Kopf verloren.
Zeit, diesen Ort zu verlassen. Wir gucken aber zuerst, weil ich brauche wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Finde den Generalschlüssel und öffne den Ausgang. Und damit gehen wir jetzt nach Osten. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Wir haben noch ein paar Flitztränke. Ja. Fliehen. Nach Osten. Mit einem Flitztrank. Und dann sind wir hier. Und wenn da niemand ist, noch einmal nach Osten. Und dann sind wir am Ausgang und haben was erledigt. Willst du den Kerker jetzt verlassen? Ja! Ich glaube, ich habe gerade aufs Zahnfleisch geschlafen. Bitte warten. Wir haben die Prinzessin befreit. Gut, uns hat noch eine Kiste gefehlt, da wäre das Schild wahrscheinlich drin gewesen. Wir haben es trotzdem gepackt, auch ohne Schild. Wir haben die ganze Karte aufgedeckt, was ich ganz gut finde. Wortlos schaust du zu Valeria. Eure Hoffnung, nicht noch weitere Gefahren hinter dieser Tür zu finden, verbindet eure Gedanken. Langsam drehst du den großen Schlüssel im Schloss herum und öffnest vorsichtig die schwere Tür. Mondlicht dringt den offenen Türspalt. Ein erster Blick ins Freie offenbart ein Feuer inmitten des Lagers, in welchem ihr euch zu befinden scheint. Draußen sind ein paar spärliche, errichtete Hütten zu erkennen. Das Gefängnis scheint das einzige gemauerte Gebäude zu sein. Um das Lager herum sind Holzpfähle errichtet und bilden einen umlaufenden Zaun. Die verbliebenen Orks schienen entweder zu schlafen oder sind auf Beutezug. Es ist niemand zu sehen. Östlich des Lagers befindet sich ein nächster Seite. Tor, der Ausgang. Du flüsterst zu Valeria die Beobachtung ins Ohr und ihr beschließt gemeinsam, euch leise aus dem Lager zu schleichen. Für einen weiteren Kampf fehlt euch beiden die Kraft. Das Risiko, sich mit einer unbekannten Zahl von Gegnern zu messen, wäre außerdem zu hoch. Vorsichtig verlasst ihr den Kerker und schleicht euch im Dunkel der Nacht vorbei an den Hütten bis zum Tor und hinaus in die Tiefen des Waldes von Tarun. Nach einigen hundert Metern quer durch den Wald schleichend, bleibt ihr stehen. Valeria schaut zum Himmel und sagt, der Mond kann uns den Weg weisen. Wenn wir nicht allzu weit von Tarun entfernt sind, können wir gen Norden laufen und sollten dann auf den Fluss erreichen. Dieser führt uns dann weiter. Du stimmst dem Plan von Valeria zu. Na geile Tusse, du bist halt allein. Du möchtest dann gerne. Ja, sie scheint sehr gebildet zu sein. Ja, das ist ja hier, ne? Im Mondlicht strahlt ihr blondes Haar, besonders hell. Sag mal, verliebt er sich gerade in die? Und trotz ihrer Lumpen am Körper umgab sie eine fast elfenhafte Anmut. In dir entsteht eine ungewohnte, behagliche Wärme, welche du bisher nicht kanntest. Ja, er verknallt sich Hals über Kopf in die Alte. Getrieben von Rachegelüsten begann dieser Tag, doch auch nachdem der letzte Ork unter deiner Klinge fiel, blieb das erwartende Gefühl der Genugtuung aus. War es am Ende nur weiteres Leid, welches diese Taten brachten? Doch mit dem Wissen um die Rettung Valerias Leben verfolgen diese quälenden Gedanken langsam. Verflogen. Am Ende war es diese eine gute Tat, welche mehr Befriedigung brachte, als ein Dutzend toter Orks. In diesem Gedankenschweifen schleicht ihr wortlos weiter und reicht kurze Zeit später den Fluss. Valeria bricht das Schweigen. Alrik, ich habe dem nie gesagt, wie ich heiße. Ich muss meinen Weg zur Magieakademie fortsetzen. Würdest du mich dorthin begleiten? Ich würde dich auch dafür entlohnen. Also da ist ein Gebüsch, da können wir rein. Mein Onkel und Mentor lebt dort. Er kann für mich bürgen. Die Prinzessin ist reich. Reich?
Ja, reich. Wie reich? Unglaublich reich. Ich habe so gerade irgendwie Star Wars Feier. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade Krieg der Sterne-Vibes. Die Entscheidung fällt dir nicht allzu schwer. Das nächste Abenteuer als Begleiter von Valeria zu bestreiten, scheint in vielerlei Hinsicht die vielversprechendste Aufgabe zu sein. Du willigst lachend ein, bevor ihr gemeinsam den Fluss hinaufwandert, dem Mondlicht und neuen Abenteuern entgegen. Aber das ist eine andere Geschichte. E wie Ende. Wir haben 874 Questpunkte. Ich gehe davon aus, wir hätten mehr gekriegt, wenn wir diese eine Truhe. Aber ich habe keinen Dietrich gefunden. Wir haben 193 Goldstücke. Wir haben eine Stunde Ingame-Spielzeit gebraucht und sind quasi damit durch mit 2 Stunden 36 Minuten. Finde ich geil. Wir haben zwei Anläufe gebraucht, weil der erste Anlauf, da habe ich einfach zu wenig Energie gehabt. Und beim zweiten Anlauf war es fertig. Der Spielername natürlich. Patrick, neue Bestleistung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir hat es gefallen. Ich bin sehr stolz und froh, dieses Spiel heute spielen zu dürfen. Wie gesagt, momentan, ich bekomme noch die Retail-Version, also die Original-Version. Hier haben wir die Credits. Und zwar die Idee, die Sound, die Grafik und die Programmierung war natürlich von Gregor Schillinger. Assembler Loader war von Georg Rottensteiner. Die Musik vom Nordic Sound, wie ich gesagt habe. Der Beta-Tester war von Marvin Schillinger. Programmiert mit dem C64 Studio von Georg Rottensteiner. Coverart Kalek. Ich habe den Namen garantiert ich habe den Namen garantiert verkehrt ausgesprochen. Speziellen Dank an Stefan Schätzlein. Bugs oder Feedback, schreibt an kontakt@retroarts.de und retroarts.de, dort findet ihr dieses Spiel und könnt euch dieses Spiel kaufen auf shop.retroarts.de. Kauft es euch. 2023, ja, Bild zum Beenden. Ich würde sagen, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Ich werde es jetzt hochladen. Ich weiß nicht, ob der Nerdroom schon fertig ist. Oder ob er noch dabei ist. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis dann, euer Patrick Patul. Bye bye.